Ja, hey Leute und herzlich willkommen zurück bei Einstieg in Riff-Aquaristik. Ja, bevor ich irgendwas sage, sorry, dass ich so ein bisschen nasal spreche, aber der Schnupfen hat mich wieder voll im Griff. Keine Ahnung, wann ich den mal wieder loswerde. Ja, es hat sich einiges getan hier im Becken. Ihr seht auch so ein kleines Konstrukt da hinten stehen. Dazu gleich mehr. Aber zuerst wollte ich euch einmal sagen, um was es heute geht. Ja, zum einen seht ihr hier schon mal ein paar Fische. Ich habe endlich welche gefunden. Und zum anderen habe ich mir wieder Korallen bestellt. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Mix Reef, RTI hat da was gedreht, Tobias Neyer von Natrop hat auch was gedreht und ich habe ihn bei Facebook gesehen und dachte mir, ich schaue mal in seinen Shop rein. Ja, Mix Reef zeichnet sich auch aus mit Signature Corals und ich bin gespannt, was mich hier erwartet. Also ich habe einmal eine Rainbow Lumen bestellt, eine Acropora Rainbow Lumen, dann einmal eine Pink Shorty, also eine Shortcake und einmal eine Candyland. Die ist so ein bisschen lila mit grünen Spitzen. Ich bin gespannt. Paket steht hier schon auf dem Tisch und ich würde sagen, wir schauen da als erstes mal rein und danach dann mehr zu meinem Becken. Hier einmal das Paket. Wie gesagt, hier ist einmal sein Logo. Mix Reef Signature Corals. Bin sehr gespannt, auch wie die hier verpackt sind und ja, wie die Korallen aussehen halt. Einmal aufmachen. Auch heute zu mir in die Firma gekommen, bin wieder aus der Firma nach Hause gekommen. Haben es jetzt 12.26 Uhr, heute ist mein Licht auch gut hochgefahren. Schauen wir mal rein. Ja, mal gucken, ob ich das alles so hinkriege, ohne viel Müll zu machen hier. Ja, hier unten kleben auf dem Fußboden noch ein paar Heatpacks. Sonst ist da nichts drin. Alles klar, haben wir hier einmal die Kiste. Spannung steigt. So. Einmal drei Korallen. Auch wieder oben im Deckel fest. Über Kopf. Das ist einfach am besten, um sie zu transportieren. Das dürfte die Candyland sein. Man erkennt so einen leichten lila Touch. Ihr jetzt nicht, aber ich zeige euch die gleich nochmal, wenn sie im Becken ist. Dann haben wir hier. Das müsste die Rainbow Lumen sein. Und ja, das erkennt man, das ist eine Shortcake. In diesem Fall die Pink Shorty. Ja, die kommen jetzt bei mir wieder ins Technikbecken zum Akklimatisieren, dass sie die Temperatur kriegen. Und dann setzen wir sie auch ins Becken ein. Ja, da unten sind sie jetzt. Wie gesagt, einmal, dass sie Temperatur kriegen und sich wieder ein bisschen akklimatisieren. Ja, in der Zeit, wo sich jetzt die Korallen ein bisschen akklimatisieren, etwas zu meinem Becken. Was ist so in der letzten Woche passiert? Also zum einen sieht man natürlich, hier sind Fische drin. Ich habe mir gestern bei Akzeno, habe ich mir 10 von den Apogon Parvolus geholt und habe mir 6 Stück von den kleinen Grundeln hier geholt. Das sind Aioliops Megastigma. Das sind kleine, schwärmende Zwerggrundeln. Ja, also auch ganz klein. Die werden auch nicht viel größer, als sie jetzt sind. Ich kann euch die hier einmal kurz zeigen. Das sind echt wunderschöne Tiere. Ein paar verstecken sich im Riff. In der Nacht gehen sie auch alle tatsächlich ins Riff rein. Man sieht dann gar nichts mehr. Die Apogon Parvolus, die schwimmen im ganzen Riff rum. Meistens waren sie hier unten. Wie gesagt, ich konnte jetzt auch erst eine Nacht begutachten und die kleinen Aioliops Megastigma, die gehen tatsächlich rein ins Riff und verstecken sich in allen möglichen Ecken und Kanten. Mal sieht man 4, mal sieht man 5, mal sieht man 6. Bin gespannt, ob man jetzt auch noch alle sieht. Wie gesagt, sind ja auch erst seit gestern drin. Gestern Abend um 19 Uhr. Jetzt sehe ich gerade 2. Eine ist noch unten. Ja, da im Riff ist auch noch eine. Also 3 sehe ich jetzt hier so. Mal gucken. Also ich werde auf jeden Fall weiter berichten, wie es mit denen klappt. Hab mich ein bisschen erschrocken, weil die doch ziemlich klein sind. Aber das klappt hier alles wunderbar, auch mit den Apogon Parvolus. Also die verstehen sich hier. Hab nur ein bisschen Angst, dass sie vielleicht oben durch den Ablaufschacht irgendwie runtergehen können. Also wie gesagt, die sind eigentlich für ein Nano-Becken und ja, 200 Liter sind ja auch fast noch Nano. Ja,
Was ist noch passiert in der Woche? Viele von euch sagen, ja Mensch, du bist echt ganz schön mutig, mit Akroporen zu starten und so. Ja, es ist mutig, das ist mir klar, aber ich mache das jetzt schon ein paar Jahre und ich weiß auch so ein bisschen, wo es drauf ankommt, wo man drauf achten muss. Das versuche ich euch ja hier auch so ein bisschen mit auf den Weg zu geben. Das heißt nicht, dass ihr es genauso machen müsst wie ich. Ihr könnt auch gerne mit anderen Korallen starten, das ist natürlich sicherer. Aber wie gesagt, ich habe mir die Korallen ausgesucht, gerade aus dem Grund, weil ich nicht irgendwie im halben Jahr alles wieder rausschmeißen möchte, weil ich die gar nicht haben will und mir dann erst meine Akroporen hole. Sondern ich versuche halt von Anfang an, das Wasser stabil zu halten und ein bisschen auf die Werte zu achten. Ja, was ist jetzt so passiert? Also zum einen hätte ich vielleicht darauf achten können, dass meine Osmoseanlage, dass ich da meine Harzfilter vorher tausche, bevor ich dieses Becken filter. Steht natürlich auch schon seit 3 Monaten jetzt die Osmoseanlage, weil ich ja natürlich 3 Monate hier gar nichts gehabt habe am Aquarium. Ich hatte ja vorher das große Becken, habe ich ja verkleinert auf das hier. Dann hatte ich den Crash hier, dank Refactory. Da ist bisher immer noch nichts passiert, nur mal so nebenbei. Auch echt eine Sauerei, ist jetzt mittlerweile 4 Monate. Wurde einem Hilfe angeboten und keine Hilfe ist gekommen. Vielen Dank erstmal dafür. Ob da noch was kommt, weiß ich nicht. Aber mittlerweile werde ich echt sauer. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Aber ist jetzt auch egal. Ich will jetzt nicht hier auf Refactory rumhauen. Was da passiert ist, habt ihr in meinem Video gesehen. Jedenfalls, seitdem steht meine Osmoseanlage und ich hätte da vielleicht die Kiesbettfilter, die hätte ich vielleicht, oder die Silikatfilter, die hätte ich da vielleicht mal austauschen können. Dann wäre jetzt hier nicht ganz so viel Silikat drin gewesen, aber es kommt automatisch ein bisschen durch das Gestein, ein bisschen durch den Kies unten drin, durch den Sand. Und von daher habe ich einen, ja ich sag mal, etwas Kieselalgen bekommen, aber es hält sich alles noch im Rahmen. Ich habe ein bisschen das Riff abgepustet und kommen auch keine neuen. Habe halt wie gesagt auch den Filter jetzt getauscht von meiner Osmoseanlage, sodass ich nicht neuen Eintrag habe. Ja, was ist noch passiert? Ich habe ja, wie ihr alle wisst, immer mit diesen beiden Produkten hier gearbeitet, mit den Elementals P und N von Fauna Marine. Und da ist es dann aber so, dass ich, dadurch, dass ich auch Korallen eingesetzt habe und ich habe da hinten nochmal einen ganz kleinen Stein eingesetzt, einen Nebengestein, den ich mir mega zugeholt habe, ich habe plötzlich eine Bakterienblüte bekommen. Das ganze Wasser ist neblig. Ich glaube, ich habe auch noch ein paar Bilder, die kann ich euch mal eben kurz reinspielen. Und was mache ich dann? Dosiere ich jetzt weiter die Elementals und garantiere da, dass die Nährstoffe nicht in den Keller gehen. Habe aber dann gleichzeitig das Problem, dass meine Bakterienblüte sich weiter ernähren kann und weiter wächst. Und sie ist nicht gerade schädlich für die Korallen. Problem ist einfach, dass diese Bakterienblüte, das ist wie ein Nebel, der durchs ganze Becken geht. Der nimmt einfach den Korallen das Licht und gerade die Akroporen, die brauchen dieses Licht. Ja, aber was macht man dann? Man möchte natürlich nicht, dass seine Nährstoffe jetzt in den Keller gehen. Ja, und ich habe mich natürlich, bevor ich so ein Projekt hier starte und auch in der Vergangenheit schon, habe ich mich immer wieder mal mit dem Claude Schumacher von Fauna Marine auseinandergesetzt und wie gesagt, ich bin da sehr akribisch und versuche halt bestmöglich alles zu machen, um keine Verluste zu haben. Dadurch, dass ich jetzt eine Bakterienblüte bekommen habe und dann aufgehört habe, auch diese Elementchills zu dosieren, ist mir leider über Nacht der Phosphatwert ein bisschen im Keller gesackt. War noch gerade eben nachweisbar, aber die neu eingesetzten Korallen, die ich beim letzten Mal jetzt bestellt hatte, zum einen auch die Horida Icebreaker, die hat es nicht geschafft. Das ist aber der einzige Verlust, den ich seit dem Beckenstart hier habe. Und was macht ihr jetzt? Ihr wollt ja nicht eine Limitierung haben, dass sie komplett auf Null geht. Und da bin ich immer ein Fan von, dass ihr euch von dem Coral Dust hier, das gibt es bei Fauna Marine. Ich hatte jetzt Glück, dass ich hier noch eine Probe dabei hatte. Habe auch noch was im Keller und in der Dose, bin ich der Meinung. Habe ich jetzt noch nicht geguckt, aber ich nehme hiervon immer eine Messerspitze, mache die dann in so einen kleinen Eimer hier rein, in so einen Becher und dann ein Tropfen von dem Min-S. Denn was passiert jetzt, wenn ihr keine Nährstoffe mehr im Becken habt? Die Korallen verhungern euch. Und um das zu verhindern, ist den Korallen besser geholfen, wenn ihr partikuläres Futter einsetzt. Also gleichzeitig habt ihr durch die Zugabe von dem Coral Dust und dem Min-S auch wieder eine Nährstoffanhebung.
aber halt nicht in Form von diesen flüssigen, sondern eher in Feststoffen. Und ihr könnt das auch anhand des Phosphattests nachher merken, dass eure Nährstoffe immer noch nachweisbar sind. Aber dieses partikuläre Futter, das ist einfach besser für eure Korallen. So verhindert ihr ein Degenerieren der Korallen. Und das klappt wirklich sehr gut. Also ich bin da sehr zufrieden mit. Habe jetzt meine Nährstoffe derzeit bei 0,05 Phosphat und bei 3,3 Nitrat. Also das klappt echt super. Jetzt habe ich auch noch Fische eingebracht und da bin ich dann auch gespannt, wie sich jetzt meine Werte verändern. Es sind ziemlich kleine Fische, also ist es jetzt kein Vergleich, wenn man jetzt einen Antia oder einen Korallenwächter oder einen Hawaii-Dog drin hat oder sowas. Der pupst einmal und das machen 10 Fische genauso viel. Also von daher, ich sage ja immer, das Verhältnis muss stimmen und die sind wirklich ziemlich klein, die machen kaum Dreck, von daher passt das Verhältnis hier, würde ich jetzt mal behaupten. Kommen ja auch, wie gesagt, noch neue Korallen, heute ja auch wieder vom Mixed Reef, da bin ich jetzt gespannt. Ja, wie gesagt, überall so kleine braune Stellen, aber wenn man hier die Orchideenlove anguckt, die hat ein Polypenbild, das ist Wahnsinn und das hat sie von Anfang an. Hier seht ihr mal meine Parvulus. Also echt schöne Fische, passen hier sehr gut rein. Hier sind sie jetzt alle auf einem Haufen. Da oben schwimmt eine von der schwärmenden Grundel. Ja, richtig klasse. Dann haben wir hier auch, die habe ich beim letzten Mal ja vergessen zu filmen. Das ist einmal die Pink Confetti. Die ist echt klasse, macht auch richtig tolle Polypen. Oh, bisschen unscharf. Hier einmal die Sakura Leaf, auch ein klasse Tier. Also ich bin wirklich zufrieden, überall sind Polypen zu sehen. Auch die Pinky the Bear, da sieht man zum Beispiel gerade, die ist gerade am Verdauen, so sieht das dann aus. Macht so kleine Fäden, schmeißen die raus. Echt klasse. Gucken auch nochmal von der Seite hier. Hier ist einmal die Green Field. Die habe ich ja beim letzten Mal eingesetzt. Hier unten haben wir die Sewer Patch. Und da seht ihr auch, dass die auch bereits mehr Farbe bekommt. Also echt klasse. Hier oben ist die Wolverine. Auch die ist gerade ein bisschen am Abschleimen. Echt super. Das funktioniert hier. Hier haben wir nochmal die Mirabilis. Die ist auch schön buschig. Hier die Red Millipora. Von hier oben sieht man auch nochmal die Angry Bird war das. Also echt Wahnsinn. Dann haben wir hier nochmal mein Schmuckstück. Die ist gefühlt auch schon gewachsen. Echt ein klasse Tier, die New York Nix. Ja. Hier haben wir eine kleine Trimagrundel. Die habe ich aus dem Megazoo. Leider hatten sie nur eine da, aber ich fand das irgendwie schade und habe sie dann mitgenommen. Eventuell hole ich da nochmal zwei nach, dass sie ein bisschen als Paar hier rumschwimmen. Ja. Ja, ansonsten ist das Becken wieder super klar. Ich hatte das schon anders, also das war echt dunkel. Aber wir können auch mal hier unten reingucken, mein Abschäumer. Da hatte ich auch so meine Probleme mit, aber habe den jetzt eingestellt bekommen. Und der läuft echt super. Falls ihr wissen wollt, wie, ich habe den jetzt auf 1700 Liter, Rückförderpumpe ist auf 2345 Liter und die Einstellung an dem Teil hier, die ist auf dem 5. Schlitz etwas drüber. Ja. Ja, die Korallen sind hier unten immer noch drin, aber ich denke, wir können das auch gleich wagen und die reinsetzen. Ja, meinen Ozon habe ich mittlerweile auf 0,2. Also eine Stufe höher gestellt. Ich denke mal, das hat auch dazu beigetragen, dass die Bakterienblüte schneller wegging. Hier habe ich auch noch ein bisschen Kohle laufen, allerdings nur 40 Gramm. Das reicht bei 200 Litern locker. Ja, ja, hier bei meinem Ready to Reef, da bin ich bei 6 ml angekommen, was wirklich wenig ist. Aber ich habe einen stabilen KH-Wert, der ist bei 7,6 und mein Calcium ist bei 430, musste ich auch nicht mehr extra dosieren. Also das klappt echt super.
Ja. Kann so weitergehen. Ich bin jetzt gespannt, wie es den neuen Korallen hier ergeht. Und ich bin auch gespannt, wie sie aussehen. Wenn man so von unten guckt, dann sieht man immer noch so ein bisschen Nebel. Also die Bakterienblüte ist noch nicht ganz vorbei. Aber, haha, um überhaupt darauf zu kommen, ich habe mir eine JBL Crystal Pro geholt, auch aus dem Megazoo. War jetzt so die einzige, die ich hier irgendwie einbringen konnte. Und zwar habe ich hier eine Pumpe in die Mitte des Riffs gehängt. So eine kleine Pro Flow 300. Macht halt maximal 300 Liter. Ja, die pumpt dann, hat das dann hier reingepumpt und irgendwann hört es halt hier auf, weil sie eine Steigeleistung von 50 cm hat. Ist aber kein Problem, weil ihr kennt es beim Wasserwechsel. Ihr saugt einfach ein bisschen am Schlauch und dann läuft das. Und das macht sie hier auch super. Und durch meine Paneele konnte ich hier den Schlauch super einklemmen. Und so läuft sie jetzt mit. Ist richtig leise, macht keine Geräusche, die Pumpe. Und ich lasse die jetzt erstmal da so drauf. Und ich weiß nicht, ob ich sie dauerhaft laufen lasse. Also wenn dann auch nicht da oben drauf. Das ist jetzt einfach nur provisorisch. Jeder Aquarianer weiß sich ja irgendwie zu helfen. Ja, und ich werde die dann wieder abbauen und bei Bedarf halt wieder rausholen, wenn mal wieder irgendwelche Probleme sind. Ja, aber schauen wir uns jetzt einfach mal die Korallen an, was wir da so bekommen haben vom Mixed Reef. Ja, bevor es jetzt ins Becken geht, habe ich noch einmal ein bisschen The Dip mit in die Becher reingemacht. Da baden sie jetzt gerade noch ein bisschen drin und dann einmal noch einen Becher zum Spülen und danach kommen sie dann bei mir hier ins Becken. Ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Natürlich brauchen wir auch wieder den Seitenschneider. Ja, fangen wir mit der ersten an. Das hier war einmal die Rainbow Loom. Und wir nehmen die einmal mal raus. Einmal hier ein bisschen abspülen. Dann einmal hier wieder diesen kleinen Nippel ab. Finde ich immer ein bisschen besser, um ihn ins Riff zu setzen. Und dann packen wir die hier schon mal rein. So, dann haben wir hier einmal die Pink Shorty. Können die gerne mal zeigen. Das ist einmal diese hier. Sehen wir gleich auch nochmal im Becken. Einmal wieder abspülen. Den kleinen Stift hinten ab. Zack. Auch einmal ins Becken. So. Und dann haben wir hier zum Schluss einmal die Candyland. Da bin ich auch gespannt drauf. Also echt eine coole Verpackung auch. Ähnlich wie bei Fauna Marine. Die machen das ja mit Styropor. Hier ist das richtig im Deckel eine Halterung drin. Das finde ich schon sehr cool. Noch einfacher finde ich das sogar, weil man dieses andere Styropor, das muss man noch rausholen. Hier ist es direkt am Deckel fest. Ja. Die einmal spülen. Und auch einmal ins Becken. So. Ja, Mann. Die sehen schon richtig cool aus. Ja, hier sieht man einmal die Pink Shorty. Kommen auch schon die Polypen raus. Pavonos wollen alle ins Bild. Grün und Pink. Also echt klasse. Wir gehen einmal auf die Seite. Hier haben wir einmal die Candyland. Da sieht man halt wirklich diese grünen Sprittenspitzen und das Tier selber kräftig lila. Hier kommt sie ein bisschen blass rüber. Aber ist alles ohne Filter jetzt übrigens gefilmt. Klappt, wie ich finde, heute ganz gut. Ja, und hier haben wir einmal die Rainbow Loom. Nochmal von der anderen Seite. Ja. Müssen sich jetzt erstmal gewöhnen hier an das Klima, an das Licht, an die Strömung. Aber so langsam fühlt sich mein Becken und ich finde das richtig klasse. Ja. Die kleben wir jetzt ein und dann bin ich gespannt, was aus den neuen Korallen so wird.
Ja, zum Einkleben verwende ich immer den Coral Gum von Tunze. Den finde ich einfach mega. Das sind zwei Komponenten, Korallenkleber und da habt ihr zwei Bürste, schneidet jeweils ein gleich großes Stück ab, knetet das zusammen und dann habt ihr eine schöne Kugel, die ihr dann wie Knete ins Riff drücken könnt. Ja, das machen wir hier jetzt auch. So, Korallen sind alle drin. Einmal hier die Pink Shorty, da die Rainbow Loom und da hinten die Candyland. Mega schöne Tiere. Vielen Dank dafür, Mix Reef. Also echt klasse. Toll verpackt, tolle Tiere, super angekommen. Echt super. Ah, hier sehen wir jetzt auch mal zwei von denen. Haben schon mal wieder eine raus. Ja, eben hatte ich auch noch eine dritte gesehen beim Einkleben. Wie gesagt, die Grundeln verstecken sich komischerweise immer. Aber ich werde auf jeden Fall weiter berichten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr lasst mir einen Daumen da. Ja, seid gespannt aufs nächste Video. Ich werde auf jeden Fall weiter berichten und ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da, würde mich da sehr drüber freuen. Oder kommt in meine Facebook-Gruppe Aida-Aquaristik oder folgt mir auf Instagram Aida-Aquaristik. Ja, in diesem Sinne, Aida bringt euch weiter, happy reefing, bis zum nächsten Mal. Ciao!